Das Palau Blaugrana in Barcelona, wieder ein großes Wochenende im Handball. Barcelona gegen die Füchse aus Berlin. Aber lassen Sie mich ganz kurz auf einen großen Mann des Handballs kommen, auf Erhard Wunderlich, der leider im Alter von 55 Jahren verstorben ist. Eine traurige Nachricht für die ganze Gemeinde des Handballsports und sicherlich auch für meinen heutigen Co-Kommentator Frank von Behren. Du hast ja selber in Gummersbach gespielt. Er hat in Gummersbach alles geholt. Er war 1999 Handballer des Jahrhunderts. Ein Großer des Handballs ist leider von uns gegangen. Ja, das tut mir natürlich schrecklich leid und es war auch für mich ein Schock. Ich wusste, man hat gar nichts mitbekommen von der schweren Erkrankung und nicht nur, dass der deutsche Handball einen ganz großen Mann verliert, sondern es ist natürlich auch eine menschliche Tragödie dahinter, so jung zu sterben und das macht einfach nur nachdenklich und tut unendlich weh und tut auch sehr leid. Kurz zum heutigen Spiel, er hat hier gespielt in Barcelona. Barcelona siebenfacher Pokalsieger, das ist ein Knacker hier. Ja, die Füchse sind sicherlich Außenseiter heute, aber müssen Sie sich nicht. Sie haben sicherlich einen Auftakt in der Bundesliga hingelegt, das erste Spiel in der Champions League auch mit einigen Anlaufschwierigkeiten gemeistert und deswegen können Sie relativ befreit in dieses Spiel reingehen und vielleicht langt es ja am Ende für eine Überraschung. Wir sind sehr gespannt auf diese Partie. Darf ganz kurz Dago Sigurdsson dazu bitten. Dago Sigurdsson, der Trainer der Füchse. Das Auftaktspiel war ein bisschen holprig, am Ende gewonnen. Das zählt gegen Dynamo Münz, die sie als starke Mannschaft erwiesen hat. Natürlich heute nochmal eine ganz andere Truppe hier. Ja, die sind natürlich bärenstark. Das muss man so sehen. Wenn man den Kaderliste sieht, dann ist das schon beeindruckend. Wer sticht da vor allem hervor? Ica Romero, habe ihn vorhin getroffen, hat mir gesagt, naja, das ist eine Mannschaft, das sind einfach alles Superstars. Ja, klar, die haben nicht umsonst siebenmal die Champions League gewonnen. Das ist eine Mannschaft gespickt mit tollen Stars. Natürlich vielleicht ein Rutenka hervorzuheben. Ja, Rutenka ist natürlich unglaublich stark. Aber ich glaube, die leben auch von einer guten Torhüter- und Abwehrleistung und sind dann brandgefährlich in Gegenstoße und ich hoffe, dass wir das einigermaßen bremsen können heute und auf unsere Stärke setzen. Wir sind ja auch ganz gut drauf, haben die Erfahrung ein bisschen gesammelt letztes Jahr mit spanischen Mannschaften und hoffentlich hat das uns etwas geholfen. Igropulo heute nicht dabei, leider der Vater verstorben. Das ist natürlich sicherlich eine Schwächung für Ihre Truppe. Ja, auf jeden Fall. Und, aber er war in den letzten paar Spielen auch nicht dabei und damit muss man einfach rechnen, dass ein oder andere fehlt. Und, damit muss man leben. Spezielle Variante heute für dieses Spiel, haben Sie sich was überlegt? Sie haben sicherlich wie immer viel Videostudium betrieben. Die waren letztes Jahr natürlich bärenstark, Barcelona. Aber auch Ihre Mannschaft natürlich herausragend gespielt. Ich denke auch sogar hier im Palau Blaugrana was drin, oder? Ja, wir rechnen uns mittlerweile überall Chancen aus. Und wenn wir unser Spiel auf die Beine bringen können, dann haben wir mit guter Abwehr und Torhüterleistung immer Chance. Torhüter Arpad Sterbik ist gekommen von Atletico Madrid. Das ist sicherlich einer der ganz großen Neuzugänge. Ja, aber kann aber nur einer im Tor auf jeder Seite. Und deswegen müssen die auch qualte Wahl haben. Okay, Sie haben sicherlich das genau analysiert, wie man werfen muss heute. Kurze Frage noch zu morgen. Ihr spielt ja Barcelona dann gegen Real Madrid. Ihr Trainer hat Karten. Sind Sie auch noch dabei? Nein, ich fliege zurück. Wir haben unsere Rhythmus und können uns nicht ausruhen. Das ist wahrscheinlich Spielpause bei A-Jugend, wahrscheinlich. Dann viel Glück heute bei diesem Spiel, Dago. Alles Gute und wir hoffen auf ein hoffentlich sehr spannendes Spiel heute in dieser Halle, die übrigens renoviert ist. Eine Halle, die 1975 gebaut wurde. Draußen übrigens toller Sonnenstein. Hoffentlich viele Zuschauer trotzdem gleich da. Also, bis gleich. Kurze Werbung. Berlin, Kiel, Flensburg, Hamburg. Vier Bundesligisten wollen auf den Handballthron Europas. Und nur bei Eurosport sind sie an jedem Spieltag live dabei. Die EHF Champions League mit den Gruppenspielen